Ah, Hallöchen. Wait, I'm on your side. Das ist total toll von dir. Das finde ich sehr löblich. Kann ich sehr viel mit anfangen. So, können wir noch weiter nach oben oder? Computers. Computers. Oder war ich hier gerade? Warte mal. Oh. Eat this. Ich esse gar nichts. Ich habe gerade keinen Hunger. Oh. Ich habe irgendwas gemacht. Das sieht ganz cool aus. Sieht zwar nicht wie Computer aus, aber ganz gut zumindest. Irgendwas habe ich gerade umgelegt. Irgendein Schalter. Es wäre jetzt interessant, ob ich jetzt ganz nach unten käme. Ob ich unten jetzt durchkäme. Ah. Also eine komische Station. Oder komisches Schiff oder was auch immer das hier ist. Security. Ich gehe mal nach ganz unten. Mal gucken, ob ich da rauskomme. Dass wenn ich denn hier den ganzen Laden sprenge, nicht das dann erst nochmal überprüfen muss. So. Wenigstens sind die Farben schön. Wenn auch sonst mich das Level doch eher verwirrt. You have to open this from the command center. Haben wir das nicht schon gerade mal? Gut, Command Center. Weiß ich nicht, waren wir da? Da waren wir nicht drin, oder? Ich befürchte mal, so wie er das sagt, gerade mal nicht. Command Center. Wo ist denn das? Welches auch immer das ganz genau von den ganzen Räumchen hier ist. Aber eigentlich war ich doch überall drin, oder nicht? Computers. Security. Nochmal Security. Imaging. War ich hier noch nicht drin? Over here! Help, guards! Doch, hier war ich doch drin, oder? Look for overrides to open the station's doors. Overrides. Halt, okay, hier war ich noch nicht. Im Imaging-Sektor. Hallöchen auch, Kinder. Ist hier niemand mehr? Entschuldigung. Sorry. Warum zerfallen die so schnell? Können die nicht auch eine fette, schwere Rüstung tragen? So wie alle anderen auch. Zumindest die ich hauen muss. So, wie ist denn ein Schelterchen? Muss ich jetzt einen dicken Knopf irgendwo haben, oder was? Ach, na gut, stimmt, Leichen konnte man auch tragen. Das vergesse ich ständig. Wie legt man die noch ab? Ach, ich kann mit der rumspringen. wie legt man die noch ab? Achso, hui, lustig. ich suche einen Knopf, ne? Glaube ich. Ich befürchte, meine ist nicht hier. Es wäre etwas seltsam. Wobei mich das auch nicht wundern würde, sagen wir es mal so. Ha, huh. Das ist eine komische Kopierstation hier. Over here! Help, guys! Ja, sehr gut. Das heißt, im Imaging-Bereich bin ich auch noch komplett unsinnig unterwegs. Warte mal, da muss ich ja nochmal gucken. Ich bin sehr irritiert. Das kann doch nicht in einem dieser Billignebenräume sein, oder? Don't hurt me, please. Da habe ich nicht vor. Ganz meine Meinung. Ich weiß, ich habe heute nicht geduscht. Der Geruch mag ein bisschen beißend sein. Oh. Schön, dass man die Leitern wenigstens nicht braucht. Ja, aber, ich sehe hier nichts. Over here! Help! Hier, nix over here. Over da ist genau gar nichts. Ja, ja, alle Typen sind okay. Es müsste ja eigentlich irgendwo ein dicker, großer Blinkpfeil sein, quasi da, wo man irgendwas machen müsste. Oder zumindest irgendwie was. Oh, Heilung. Zumindest, also...
Na gut, Hinweis gibt es hier natürlich nicht. Ne? Wir sind ja immer noch im Jahr 2001 oder was das hier ist. Von daher, heute hätte man ein Quest-Logbuch und so einen dicken Pfeil, der irgendwo hin zeigt. Und dann wüsste man genau, aha, vielleicht sollte ich da mal ein bisschen dem Ganzen Beachtung schenken. Eins haben wir davon aktiviert. Hier ist genau gar nichts. Es ist ein Traum. Das haben wir auch aktiviert, oder? Oder es hat nochmal Klack gemacht. Oh. Nicht, dass wir die jetzt irgendwie schnell nacheinander irgendwie... Hallo? ...zu betätigen hätten. Ich probiere es nochmal. Mal gucken, was passiert. Ob der jetzt wieder angeschaltet ist quasi. Nee. Hä? Ich bin irritiert. Look for overrides to open the station doors. Ich weiß. The defense system is down temporarily. The only way is to destroy the station. Yeah, yeah. Ich habe keinen blassen Schimmer. Oh, ich meine, wie viele Möglichkeiten habe ich denn noch? Da war ich gerade. Auf halber Höhe ist ja auch nichts. Ich befürchte, dass ich hier oben irgendwas übersehen habe. Don't hurt me, please. Nee, habe ich nicht vor. Ob die freundlich sind, wenn man die Waffe hier wegsteckt? Ob die mir dann helfen, das ganze Ding hier zu zerstören? Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich würde gerne ihre Station zerstören, auf der sie gerade sind. Ja, ach, sie arbeiten hier. Ach so, ja, okay. Ja, dann wissen sie ja auch bestimmt, wie das geht. Ja, nee, in der Fluchtkapsel ist nur Platz für eine Person. Dies für mich. Sie müssen dann leider sterben. Ja. Okay, also, naja, okay. Ach, sie haben Familie. Ach so. Ja, gut. Ja, dann rufen sie die nochmal an, ne, würde ich sagen. Bevor es zu spät ist. Come back later. I have no time now. Natürlich hat er keine Zeit. Also ist, das sehe ich dermaßen. Hi. Ey, bei dieser ollen Billigkopierstation. Aha. Aber hier sollte ja kein Schalter sein, einfach so. Hallo. Ist das ein Schalter? Geh aus dem Weg. Wow. That did it. The station's lower section should be open now. Ah, Gottchen. Wow. Gehst du bitte aus dem Weg? There's nothing for you here. Na, gehst du bitte aus dem Weg. Ich würde gerne. So. Ich musste kurz auf deinen Kopf springen. Meine Herren, ey. Das war ein bisschen umständlich. Na gut. Vor allem, warum ist da denn bitte so ein Schalter für die ganze Zugänglichkeit hier? Gut, vielleicht, weil das Büro von den Sicherheitsleuten ist, aber trotzdem. Na gut. Das heißt, ich weiß, wie der Plan aussieht. Erstmal testen, ob die Tür wirklich offen ist, bevor ich irgendwelchen Quatsch mache. Und dann mal gucken, wie der Weg hier sich weiter verhält. Dass der Weg frei ist vielleicht. Ja, genau mit der Waffe will ich jetzt hier rumrennen. Ist der Weg frei. Parker, I've lost contact with the Red Faction base. I can't raise Eos, Orion or anyone else there. There are miners scattered all over the complex. I'm trying to contact them and gather them together. Okay, ich wüsste gerne, wie die Station von außen aussieht. Barracks. Medical. Also noch muss ich hier noch gar nichts sprengen. Wahrscheinlich erst in dem Moment, wo die mir das sagen. Nochmal Barracks. Und Escape Pod. Hier muss ich eine ganze Pod escapen. Ich weiß noch nicht, was in dem Pod drin sein soll. Was? Wo? Wo soll ich was essen? Escape Pod klingt auch ein bisschen, als ob man sich damit voll dröhnt, damit man die Welt vergisst.
Kleines bisschen. Aber hier ist ja nichts. Ach, soll das ein Escape-Pod sein? Das wie was? Das ist aber winzigst. Das war äußerst winzig. Okay. Okay, das war okay. Muss ich hier überhaupt jetzt hin? Ich habe die Befürchtung, dass mir das nicht so gesund kommt hier. Entschuldigung. Es war Notwehr. Präventive Notwehr. Was auch sonst. So, immerhin. Wenn ich nicht ziele, verplemper ich keine Zeit mit Zielen. Wichtige Zeit, die ich zum Schießen brauche. Okay, ist wohl ganz gut, dass ich hier erstmal aufräume. Nicht, dass die mir noch in die Quere kommen. Aber ganz nach unten muss ich dann. Ach Gottchen. Medical. Das ist auch genau immer einer drin steht. Das ist toll. Okay. Noch jemand? Hallo? Das war okay. Okay. Ist ganz schön hell hier und ganz schön weiß. Soll das eine Kantine sein oder was? Oder ein sehr offener Operationssaal? Ich bin komplett voll gefüllt jetzt hier. Hey. Mit Lehm und Rüstung. Tja. Jetzt noch eine gesunde Mahlzeit, ne? Und dann wird das alles gut. Dann wäre ich zufrieden. Ah, dass ich einfach meine ganzen Stationen gerade mal per Hand zerlege. Ist toll. Das ist... Da wird sich bestimmt irgendjemand freuen. Wenigstens gehen die Dinger schnell kaputt. Hallo? Der sieht nicht mehr so ganz gesund aus. Ich möchte nichts sagen, ne, aber... Überzeugend ist das nicht. Heilung. So viel Heilung vor allem. Sind das alles einzelne Räume hier? Ach Gottchen. So viele Räume. Mit so vielen Türen und tote Mutanten. Ich wollte gerade sagen, es sind nicht alle tot. Würde ich nicht von ausgehen. Ich hoffe, hier brauche ich nichts mehr. Ja, hier war ich jetzt überall, ne? Okay, interessant. Interessant. Schön ist was anderes, aber interessant ist es zumindest. Da war ich auch. Okay, das heißt, ich habe gerade... Es dürfte theoretisch kein Gegner mehr sein hier. Mal gucken, wie das gleich aussieht. Sobald ich auf den Knöppel drücke. Aber ich soll das machen, ne? The Reminders scattering all over the complex. I'm trying to connect them. Contact them and gather them together. Dann hoffe ich dann mal, dass er das gemacht hat. Ich hoffe dann mal, dass das jetzt unser offizieller Startschuss ist, ne? Dass ich jetzt hier den Reaktor sprengen darf. Innerhalb von einer Minute komme ich da runter, es geht. Das sollte kein Problem sein. Zumindest kein großes. Reaktor! Reaktor. Der großartige Reaktor. Das ist ein Schauspieler. So, unten habe ich schon, ne? Schön, dass man nur zwei Knöpfe braucht, um alles zu zerstören hier. Das nennt sich Sicherheitsmaßnahmen. Und nach. Unten! Halt! Schwerkraft, tu dein Bestes. Ich würde so gerne sprinten können. Ach, das passt. Ach, locker. Ach, da. Escape-Pöttchen. Ich wollte gerade sagen, wie, das klappt nicht. Aber schicke Station. Escape Pod Number 2 detaching in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Detach.
Parker, you still alive? I've sent some miners to the crash site to find you. They'll try to guide you to the Merc base. We're in big trouble. The Mercs have orders to evacuate the base and destroy the entire mining complex. Sind wir wieder auf dem Mars jetzt, oder was? Also, sie hätten die Szene mit der Explosion ruhig ein bisschen länger halten können. Das war ja sehr schnell zu Ende. Hallo! Parker, follow me. We've got an assault team waiting for us. Na, als ob hier irgendjemand warten würde. Okay, okay. Warte mal. Schön, dass ich noch alle Waffen dabei habe. Flump. Oh. Schwerkraft? Wie habe ich denn das kaputt geschossen? Sehr gut. Das hing aber sehr eigensinnig rum. The Mercs didn't have to go after the Red Faction base. That was Colonel Masako's idea. Payback for all the trouble the miners caused. Ja. She led the assault. I overheard her radio in the Merc base, reporting complete success. Schöne Effekte hier mit dem Wasser, mit dem ganzen Rumgesprühe, mit der Gischt. Man sieht genau, wo das Zeug erzeugt wird, die einzelnen Partikelchen hier. Okay, die Laufanimationen sind so ein bisschen übertrieben. Was für ein blöder Hinterhalt jetzt hier. Das sind alles voll die fiesen Typen. Ich mag, dass man mit der Waffe hier mehrere auf einmal abschießen kann. Bin ich doch sehr zufrieden mit. Blöd, dass er halt tot ist, ne, der andere Kumpel. Da liegt noch eine Leiche da hinten. Hier liegen noch mehr. Ah, da oben. Hi. Das hätten auch beide sein können. Ma. Boah, das ist Verzögerung. Das war's. Ja, okay, das hat viel zu viel Leben gekostet hier. Halt, 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 halt. Oh. Ins Knie. Ja. 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 So. Ich bin tot. Quasi. Ja, vor allem, wer ruft denn da jetzt? Ha! Okay, ich bin tot. Sehr gut, ich kann das. Ich gehe nochmal hier vorne weiter. Mal gucken, was hier passiert. Ach, kommen wir jetzt direkt oben bei denen an, oder was? Bei den Cholege. Oh. Ey, diese Waffe, na, das ist furchtbar. Da gab es bei Unreal Tournament gab es einen Mod namens Instagip. Das ist im Prinzip genau das gleiche. Hast einen Schuss, der punktgenau und sofort ist und dann bist du halt tot. Oder der andere. Das ist wirklich exakt das gleiche. Es war tendenziell etwas frustrierend. Vor allem beide ballern hier damit mit sowas rum. Wenigstens bekomme ich die Muni dann von denen. Na, kommt noch jemand? Ja, wenigstens bekomme ich die Schüsse von denen. Ha, okay. Ich sollte mit der Waffe mehr arbeiten. Das war gut. Aber waren das die mich oben abgefangen hätten, oder was? Das ist jetzt, wenn ich da nicht wieder hochkomme, oder was? Hä? Warte mal. Das sieht exakt genauso aus wie das andere eben. Also ich bin hier exakt... Boah! Exakt genauso aus. Ist ein bisschen anstrengend mit der Waffe. Vor allem, dass das Spiel ja wirklich von einem Schlag auf den nächsten so unfassbar viel schwerer wird. Das ist durchaus interessant und seltsam. Ah, Mist. Und wer war das jetzt, der mich Insta gekillt hat? Wahrscheinlich der andere. Ja.
Jupp, natürlich war das der andere. Natürlich. Okay. Ich weiß nicht, wie das da oben mit Zerbrechlichkeit aussieht. Oh. Das wollte ich gar nicht. Ob das Brückchen oder was auch immer das ist, zerbrechlich ist. Aha. War das der? Ich hoffe. Ja, war das. Dass die alle sterben müssen. Das gefällt mir nicht. Aber es fällt nicht alles kaputt hier, ne? Es fällt alles kaputt. Genau so nennt man das. Es fällt nicht auseinander. Und geht dabei kaputt. Ich versuche gerade Muni zu sparen. Ich weiß nicht, ob das eine schlaue Idee ist. Also Muni für das andere Zeug. Ich gucke mal, ob ich zurückkommen sollte eigentlich, oder? Es geht. So. Aber wo wir genau lang müssen, wurde nicht gesagt, oder? In welche Richtung das so ungefähr geht. Ach, guck mal. Hallo, Kollege. Du lebst? Schön, dass sie hier am Rumchillen ist, ne? Und nichts zu tun hat. Hi, ich gehe mal kurz weiter und kämpfe, ne? Bis später. Dass der nicht mitkommen will. Ich meine, ich habe ihn mit einem Piep gefragt. Mit einem Burp. Das muss reichen. Habe ich ihn jetzt mal getroffen, bitte? Ich die hier überhaupt nicht. Was soll ich denn alles färben hier? Okay, Was ist denn jetzt los? Warum verliere ich Leben? Hä? Was war das denn? Was war denn das gerade? Ich treffe sogar nicht. Ich treffe nicht. Stirbt der? Der stirbt. Ein Traum. So, der ist tot. Ich war sonst da unten. Ich war sonst da unten gewesen. Alles klar. Nee. Ich renne mal kurz weiter. Der andere Gang wäre unten gewesen. Interessant. Okay, also komme ich quasi auf... Wahrscheinlich würde gleich der andere Gang auch hier irgendwo ankommen. Und das sieht aus, als ob hier gleich ein Balrog mir entgegenkommen würde. Naja, fast. Sterben? Habe ich gerade keine Zeit für. Ich habe mich zu retten. Kann ich nicht einfach sterben hier? Wahrscheinlich komme ich sonst da unten lang. Interessant. Interessant. Ich werde mal kurz gucken, wie es hier noch weitergeht. Ich will gerade nicht speichern, muss ich ja zugeben. Na komm. Hä? Ist interessant. Was halten die bitte aus? Hier wäre der andere Gang gewesen. Okay. Können wir da nicht einfach rüberspringen? Das ist fies. Dass genau das ganze Stück hier kaputt gegangen ist. Na gut, ich werde speichern. Ich werde das nächste Mal weitermachen hier. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Red Faction. Und mal gucken, was hier dahinter sein wird. Bis dahin, tschüss.